Helden da draußen und es geht weiter mit dem nächsten Interview und heute bin ich mal wieder sehr, sehr stolz auf meine Interviewpartnerin und vielleicht sagt sie euch noch nicht, sie wird jetzt sich gleich vorstellen. Ich sage an der Stelle schon mal wow und Dankeschön und ich freue mich auf die nächsten 30 Minuten und ein tolles Gespräch. Aber jetzt zu Ihnen. Wer sind Sie? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, mit Ihnen in Kontakt zu treten und somit die Möglichkeit zu erhalten, viele Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas mit vielleicht Themen, die Sie gerade auch in der Zeit zu Corona bewegt, zu begleiten und einige Tipps und Hinweise oder Anregungen zu geben. Mein Name ist Cordula Lasner-Tietze, ich bin die Bundesgeschäftsführerin des Deutschen Kinderschutzbundes, Bundesverband. Das heißt, ich vertrete hier an dieser Stelle ungefähr 400 Orts- und Kreisverbände, die Sie vielleicht vor Ort auch alle kennen oder einige davon. Na, wir in unserem Verband sind auch 16 Landesverbände und wir als Bundesverband bilden ein Dach dieser großen Organisation, von der man ganz leicht sagen kann, es ist die größte und älteste Kinderschutzorganisation in Deutschland, worauf wir sehr stolz sind. Wow, das ist ja für mich großartig. Ich als Held, als Beschützer, als Kinderbeschützer und Kita-Fachkräftebeschützer spreche mit hauptamtlichen und schon lange im Dienst verweilenden Kinderbeschützern. Ja, Kinderschutz ist bei uns eine sehr, sehr wichtige, ein sehr wichtiges Thema. Und da sind wir vielleicht auch schon fast ganz an der Sache dran. Der Kinderschutzbund hat erstmalig in den Mitte der 70er Jahre sich dafür eingesetzt, dass die Kinder gewaltfrei in Deutschland aufwachsen. Und es hat dann nochmal 24 Jahre, fast 25 Jahre gedauert, bis wir das im bürgerlichen Gesetzbuch festgeschrieben haben. Und dieses Jahr feiern wir 20 Jahre Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung. Ja. Das ist ein wichtiger Schritt gewesen. Ja. Ich wollte nur sagen, ich habe Gänsehaut, weil genau das ist es nämlich, wenn man sich mal klar macht darüber, seit wann erst die Kinder ein Anrecht haben auf gewaltfreie Erziehung. Ich will natürlich sagen, dass das Bewusstsein bei den Fachkräften, bei den Erziehern, bei den Lehrern und auch bei einer großen Anzahl von Eltern schon vorher da war. Ja. Aber es ist ein wichtiges Signal, es ins bürgerliche Gesetzbuch als Leitgedanke unserer Gesellschaft festzuschreiben und damit zu signalisieren, das ist unser Ziel, das wollen wir und dafür setzen wir uns ein. Denn daraus wirken dann wieder andere gesetzliche Bedingungen, die die Arbeit vor Ort und die Hilfe und Unterstützung für Familien, die es noch nicht so gut können oder die gewaltbelastet sind, die entsprechenden Möglichkeiten geben, um ihnen die Möglichkeit zu geben, Alternativen in der Erziehung zu finden. Ja, Frau Lasner-Tietze, lassen Sie uns direkt ins Thema einsteigen. Und ich stelle mal ganz einfache Fragen, damit das für alle da draußen einfach mal ein guter und ein sanfter Einstieg ist. Ein Thema, das uns oft auch Angst macht und mit dem wir uns oft unsicher fühlen. Was ist denn eigentlich Gewalt? Gewalt hat natürlich unterschiedliche Formen. Die bekanntesten Formen sind die körperliche Gewalt. Nämlich ganz einfach der Klaps auf den Po, die Trachtprügel. Bekannt ist auch die sexualisierte Gewalt, nämlich die Grenzüberschreitung in Bezug auf die körperliche Unversehrtheit und auf die sexuelle Selbstbestimmung des Kindes. Was eher in den, im Umfeld schwieriger ist, ist psychische Gewalt zu erkennen. Es ist ein Thema, das hat noch nicht diese Aufmerksamkeit, die wir uns wünschen. Das kann die Herabwürdigung eines Kindes sein. Das kann das Schlechtmachen eines Kindes sein. Das kann natürlich auch das Ausgrenzen eines Kindes sein. Und diese Gewaltformen sind die Formen, die manchmal insgesamt als Mischform auftauchen. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die von körperlicher Gewalt getroffen sind. Kinder, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind und es gibt Kinder, die von psychischer Gewalt betroffen sind. Das heißt aber nicht, dass das nur Formen sind, die in der Familie vorkommen, sondern auch in unserem sozialen Umfeld, in der Schule, in der Kita, auf dem Spielplatz oder auch woanders. Familie ist ein Ort, an dem Gewalt Kinder erleben. Sie sind aber in verschiedenen Lebensformen unterwegs oder Lebensbereichen oder Lebenssituationen unterwegs, in denen sie auch von diesen Formen der Gewalt sehr viel mehr betroffen sein können. Ja,
Wie sind denn unsere Systeme, die wir haben? Ob das jetzt das System Kita ist, das System Schule, das System Jugendamt oder die Behörden. Wie sind wir denn da aufgestellt? Kriegen wir das Thema gut in den Griff? Begleiten wir die Leute in den Systemen ganz gut? Oder gibt es da den einen oder anderen Punkt oder die Stelle, wo Sie sagen, da sollten wir nochmal genauer hingucken oder vielleicht sogar nacharbeiten? Es ist eine sehr große Frage und Sie haben gerade sehr im Einzelnen schon betrachtet, sehr wichtige Institutionen benannt, die schon an sich eine halbe Stunde füllen würde, um sich deutlich zu machen, wo ist Entwicklung vorangegangen und wo sind noch Eckpunkte, die wir also stärker in den Mittelpunkt stellen müssen. Ich fange mal mit der Kita an. Ja, das ist super. Ich finde es beeindruckend, dass wir zurückgreifen auf das Recht des Kindes auf einen Kita-Platz, wenn man das so will. Das heißt, jedes Kind wird in seiner Entwicklungsnotwendigkeit anerkannt, mit anderen Kindern in Kontakt zu treten, mit anderen Kindern zu spielen, die tägliche Möglichkeit zu haben, individuell gefördert zu werden. Das ist ein großer Akt, der uns gelungen ist und auf die wir auch sehr stolz sein können. Auch wenn aktuell die Corona-Krise uns deutlich macht, dass die Kitas geschlossen sind und dieses Bedürfnis nach Spielbewegung und das Bedürfnis nach Kontakt aktuell eine enorme Einschränkung im Leben für Kindertagesstättenkinder bedeutet. Ja. Es sind viele Dinge in der Kita, die sehr stark darauf zielen, die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten von Kindern zu fördern. Denn wir wissen, gerade Kinder, denen es nicht so möglich ist, diese breite Palette an Fördermöglichkeiten zu bekommen, dann heißt das in der Kita einen gewissen Ausgleich für Kinder, deren Eltern es nicht so, so große Möglichkeiten haben, die Förderung zu unterstützen. Mhm. Und deshalb ist der Ort, die frühe Kindheit gepaart mit einer Kindertagesstätte, ein wichtiges Moment, um Bildungschancen auszugleichen oder zu ermöglichen, beziehungsweise Fördermöglichkeiten für jedes Kind, egal wo es herkommt, egal in welcher Familie es geboren wurde, bereitzustellen. Dieses System ist wichtig, ist gut und muss unbedingt beibehalten werden. In der Schule ist es anders. Es gibt ja ein traditionelles Bild von Schule, die machen die Bildung und Erziehung machen die Eltern. Es hat sich da auch sehr, sehr viel entwickelt in den Schulen, dass Bildung und Erziehung als gemeinsames Entwicklungsmoment gesehen wird. Und ich bin froh, dass Hochschulen auch die sozialen Kompetenzen, die Entwicklungsbedingungen, ob auch die psychische und körperliche gesunde Entwicklung von Kindern in den Mittelpunkt geraten ist. Und dass man das Kind nicht mehr nur als ein Wesen, das Bildung vermittelt bekommt, zu sehen, sondern dass es auch die sozialen Kompetenzen erlangen kann, um auch im Leben sehr umfänglich gute Chancen für die Zukunft zu haben. Und Jugendämter, ja, breites Feld. Da braucht es wirklich einen sehr differenzierten Blick. Es gibt viele junge Jugendämter, die gute Bedingungen haben und es gibt eben Jugendämter, in denen die Rahmenbedingungen noch nicht so sind, wie sie sein müssen. Jugendämter haben eine große Funktion im Hinblick darauf, ob die Hilfe und Unterstützung für Kinder in Lebenslagen, die davon geprägt sind, nicht die gleichen Chancen oder die gleichen Entwicklungschancen oder eventuell von Gewalt betroffen sind, zu minimieren, Hilfe und Unterstützung anzubieten, damit Kinder auch gut aufwachsen können. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, je engagierter die Jugendamtsmitarbeiter sind und je engagierter der Jugendamtsleiter, der Bürgermeister, der Dezernent, der Landrat ist, umso mehr ist die Bedeutung der Jugendhilfe und deren Jugendamt auch im Blick, gute Finanzen zur Verfügung zu stellen, um ein gutes System infrastrukturell bereitzustellen. Das hat also auch mit den Menschen zu tun, ne? Mit dem Engagement, mit der Bedeutung. Wissen Sie, die aktuelle Lage zur Corona-Krise sagt ja eigentlich, die Leopoldina ist ein hochkarätiges wissenschaftliches Gremium und macht im Zuge der Eindämmung der Pandemie eine gute Arbeit. Aber was wir brauchen, ist der Blick auf Kinder, ist der Blick auf Jugendliche, ist der Blick auf Familien.
Es ist also umso wichtiger, dass diese Wissenschaftler, diese Entscheidungsgremien oder diese beratenden Gremien die Perspektiven von Kindern und Jugendlichen sehr genau im Blick haben, um auch diese Entwicklungsbedingungen zu berücksichtigen bei den Entscheidungen oder bei den Beratungen der Regierung. Es ist manchmal sehr unverständlich, warum Jugendhilfe nicht als systemrelevant eingestuft wird. Und das ist auch das, was immer mehr Eltern kritisieren, weil ihre Kinder brauchen den Kontakt, das Spiel, die Bewegung und das Umfeld, in dem sie sich gut entwickeln können, auch außerhalb der Familie. Ja, lassen Sie uns mal in die Praxis gehen und einen kleinen Versuch starten. Also wir gehen jetzt mal in eine Kita und ich komme in viele Kitas, zumindest vor der Corona-Krise war ich in sehr vielen Kitas und ich beobachte ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen und mir ging es damals vor vielen Jahren auch ähnlich. Ich weiß nicht ganz genau, wann passiert eine Grenzüberschreitung? Was sind denn Grenzen überhaupt? Wie reagiere ich dann? Was ist, wenn ich Angst habe vor dem Vater, vor der Mutter, wenn ich Angst habe auch vor meinem Team, das zuzugeben, dass da scheinbar irgendwas mit dem Kind ist oder eine Situation, in der einfach das Kind in Gefahr ist. Und wir sind mit so viel Unsicherheit und mit so viel Unbehagen mit dem Thema sozusagen konfrontiert. Haben Sie eine Idee, was können denn zum Beispiel Fachkräfte in einer Kita tun, um sich dem Thema zu öffnen, um vielleicht auch Mut zu entwickeln, um so den ersten Schritt zu entwickeln, den die Kinder zum Schutz brauchen? Also Sie sprechen was ganz Wichtiges an, weil sich mit Gewalt und Grenzverletzungen auseinanderzusetzen heißt ja, welche Einstellung, welchen Blick, welche Perspektive habe ich? Ja. Und das ist, es gibt Kita-Erzieherinnen, die sagen, also bei mir fängt die Grenze da an und bei dem Kollegen oder der Kollegin fängt die Grenze da an. Ganz genau. Diskussion darüber, was ist Gewalt, ist eine so wichtige, weil es von Erfahrungswerten, von eigenen Erfahrungswerten, auch von Akzeptanz, die man vielleicht im Umfeld erlebt hat, geprägt ist. Ein guter Austausch in einem Team der Kita macht es möglich, das in den Fokus der Diskussion zu stellen. Was ist Gewalt? Welche Formen von Gewalt gibt es? Und wie erkennst du diese Art der Gewalt? Dann haben wir erstmal diesen Blick darauf, was sind Grenzverletzungen? Ja. Denken wir das Gleiche? Fühlen wir das Gleiche? Interpretieren wir das Gleiche? Meinen wir das Gleiche? Und da wird man sehr deutlich erleben, dass nicht nur die Meinungen unterschiedlich sind, sondern der Aufforderungscharakter sich auch unterschiedlich darstellt, einzugreifen, einzuschreiten oder auch das Wort zu erheben. Ja. Denn das ist ja das Wichtige. Ja. Ich gehe immer davon aus, und das war eine wichtige Lehre für mich im Kontakt mit gewaltbelasteten Kindern, dass das Erkennen von Gewalt für Kinder so wichtig ist, weil sie durch unser Handeln erleben, was ist legitim und was ist nicht legitim. Sie schauen auf uns und eine zu große Toleranz gegenüber Gewalt heißt auch für Kinder, das wird toleriert. Und diese Toleranzgrenze im Sinne von Schutz der Kinder zu erarbeiten, ist gut, wenn das Kita-Erzieherin oder auch, da kann auch eine Frau von der Verwaltung dabei sein, eine Frau, die vielleicht den Küchendienst macht. Weil Kontakt mit Kindern haben alle. Und es ist wichtig, dass sich die ganze Einrichtung darüber beschäftigt, wie sich das deutlich macht. Ein Verhaltenskodex zu entwickeln, was Gewalt ist, wie wir Gewalt erkennen, wann wir einschreiten und wen wir davon berichten, beziehungsweise in Supervision gehen, wie wir hier handeln können, ist ein erster Schritt, der in einem Rahmen von einem Schutzkonzept auch entwickelt werden sollte und kann. Frau Lassner-Dietze, macht es nicht an der Stelle sogar Sinn, dass wir die Eltern in diesen Prozess mit einbeziehen, dass wir vielleicht an Elternabenden mal über das Thema sprechen oder sogar mit Eltern gemeinsam in kleinen Workshops so einen Leitfaden oder auch Gewaltgrenzen erörtern oder erarbeiten? Also eine ganz tolle Idee und muss unbedingt unterstützt werden, weil wir haben ja eventuell zwei Gruppen von Eltern, die uns begegnen. Die eine Gruppe der Eltern ist die, die in der Kita sagen wollen, noch wissen wollen,
wird hier, wie wird mit Gewalt umgegangen? Mhm. Ne? Wie erkennt ihr Gewalt? Wie schützt ihr mein Kind? Kein Elternteil gibt sein Kind in die Kita, ohne ein gutes Gefühl auch in Bezug auf Gewaltschutz zu haben. So, das ist die erste Frage. Und da ist so ein Gespräch über Gewaltformen, über Grenzverletzung ganz wichtig, um da Sicherheit zu bekommen und auch Orientierung für die Eltern. Was macht die Einrichtung, wenn sie das und das erlebt? Und dann haben wir die Gruppe der Eltern, in dem es sogar sein kann, dass man gewaltbelastete Situationen erlebt. Ja. Da hat es neben der Situation Alternativen aufzuzeigen im wesentlichen Aspekt und andererseits natürlich zu sagen, wie könnt ihr es anders tun? Also wenn ich erlebe, eine Mutter sagt, ach, das ist, die macht immer alles falsch und die macht nie was richtig, dann ist das eine Herabwürdigung des Kindes. Und ich habe viele Erzieher erlebt, die gesagt haben, das tut mir weh, wenn ich das höre. Mhm. So, und dann geht es darum, wie können wir ins Gespräch kommen, dass die Mutter das unterlässt, weil sie möchte ja auch, dass es ihrem Kind gut geht. Aber das, was sie gerade gemacht hat, ist für die Entwicklung des Kindes nicht gut. Ja. Und wie ich das sage, wann ich das sage, in welchem Rahmen ich das sage, um das Kind auch nicht in so eine Loyalitätsfalle zu bringen, das sind Rahmenbedingungen, die man besprechen muss und die in der Fort- und Weiterbildung oder im Rahmen eines Schutzkonzeptes detailliert besprochen werden muss. Jetzt habe ich mal eine ganz spannende Frage an Sie. Und zwar, ich habe vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht. An der Umfrage haben 1000 Erzieherinnen teilgenommen und meine Frage war ganz einfach. Hast du in deiner Kindheit Gewalt erlebt? Und 43% dieser 1000 Erzieherinnen, die teilgenommen haben, haben gesagt, ja, ich habe Gewalt erlebt. Ist es vielleicht sogar, nein, ich formuliere die Frage anders. Was können wir tun, wenn wir biografisch selbst betroffen sind? Dann macht es uns sicherlich sehr viel Angst, auch dieses Thema anzugehen und einen gemeinsamen Leitfaden zu entwickeln, weil das öffnet Türen in uns, die uns wehtun, die uns Angst machen. Haben Sie vielleicht eine Idee, was wir tun können, wenn professionelle Fachkräfte vielleicht selbst Gewalt erfahren haben und daher gehemmt mit dem Thema umgehen? Also Gruppe der Betroffenen gibt es. Es ist ja erwiesen, dass Menschen, die auch in ihrer Biografie diese Eckpunkte haben, auch ein gewisses Bedürfnis haben, diese Erfahrung nicht weiterzugeben. Und das tun sie auch in einem professionellen Kontext. Ich habe das immer sehr, sehr schwierig gefunden, wenn noch vor 25 oder 30 Jahren gesagt wurde, der Gewalt erlebt hat, der wird auch später Gewalt ausüben. Mhm. Ich glaube, dass es eine große Gruppe der Gewaltbetroffenen gibt, die hoch engagiert diese Situation wahrnehmen, diese Situation sehr schnell und sehr zeitnah anmerken und sogar in die Konfrontation, in den Konflikt gehen. Ja. Was ausschlaggebend ist, ist, wie ich diese biografische Erfahrung eingeordnet habe, wie ich sie verarbeitet habe. Ja. Da haben wir einerseits Hochschulen, aber einerseits Fachschulen, die gut beraten sind, auch dieses Moment der biografischen Bedeutung ernst zu nehmen, ja, und auch Möglichkeiten der Supervision oder anderer Möglichkeiten der Verarbeitung anzubieten. Ich glaube eher, ich halte es mit dem Hirnforscher Herrn Hüther, der gesagt hat, jedes Moment, was mich beeindruckt hat, ob negativ oder positiv, wird mich ein Leben lang begleiten. Mhm. Und ich halte es auch sehr stark von, oder ich kenne sehr viele Menschen, die das erlebt haben und dieses in ganz positive Kräfte umgewandelt haben und sehr viele Stärken daraus gezogen haben, was unglaublich wichtig für Kinder ist. Denn was haben diese Erzieherinnen und Erzieher? Eine hohe Empathie und eine große Wahrnehmung von Grenzverletzungen. Ja. Diese Ressource zu nutzen, nicht mehr so diese Abwertung da drin, ja, du hast das ja auch so erlebt, ist ja klar. Nein, zu sagen, da gibt es Menschen, die ihr Kind oder ihr Leben als Kind sehr warmherzig in sich tragen und dieses Kind der Aufforderungscharakter ist, um da auch sensibel auf Grenzverletzungen zu orientieren. Ich weiß, das ist ein großer Spagat, das ist eine unglaubliche emotionale Anstrengung, aber ich weiß auch, dass darin eine große Ressource liegt, wenn man es für sich gut verarbeitet hat.
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen und ich danke Ihnen wirklich für diese Worte. Es ist sehr, sehr wichtig und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Es ist möglich, Heldentaten zu vollbringen, selbst wenn man selber mal gelitten hat. Was ich Sie gerne fragen möchte, weil viele, viele Kollegen sich bei mir melden mit dieser Frage ist, es gibt jetzt zum Beispiel eine Grenzverletzung oder einen Fall, in dem es nicht mehr ganz klar ist. Ist das schon eine Kindeswohlgefährdung? Ist es noch nicht? Auf jeden Fall soll es, muss es gemeldet werden. Auch das sagt ja das Gesetz. Und jetzt treffen manchmal Kolleginnen auf Behörden, ich nenne jetzt mal keinen, ich sage einfach nur auf Behörden, bei denen es extrem lange dauert, bis sie antworten, wenn sie dann überhaupt mal antworten und bei denen es vielleicht auch im Hinblick auf den Schutz des Kindes zu lange dauert, bis irgendeine Schutzmaßnahme entwickelt wird. Haben Sie vielleicht irgendeine Idee oder einen Gedanken für uns Fachkräfte, die in so einer Situation stecken und die Behörden einfach sehr lange brauchen, um geeignete Maßnahmen zu entwickeln? Also Sie sprechen ja jetzt Familiensituationen und gewaltbelastete Situationen an, die schon sehr gravierend sind. Weil ich gehe immer noch davon aus, dass wenn es andere Formen sind, wo man das Gefühl hat, hier kann ich mit den Eltern ins Gespräch kommen und die sind sich bewusst, dass hier etwas nicht gut läuft und sie sind auch motiviert, Hilfe anzunehmen. Richtig. Die betrifft diese Meldung nicht. Richtig. Sondern es geht um Familien oder auch um Kinder, in denen offensichtlich das Problembewusstsein und die Motivation in Bezug auf die Gewalt und die Veränderung zur Gewalt nicht so ausgeprägt ist oder nicht durch den Erzieher und die Eltern erarbeitet werden können. Richtig, genau. Und ich glaube einfach, es ist gut und wichtig, trotz dieser gravierenden Situation mit den Eltern im Gespräch zu bleiben, denn die Kinder kommen ja jeden Tag in die Kita und es ist gut so, dass sie in die Kita kommen. Und dann auch diese Rückmeldung, auch immer wieder, wie sehen Sie denn das? Hat das Jugendamt ein Gespräch geführt? Haben Sie diese Hilfe annehmen können? Was spricht dagegen? Was hindert Sie daran? Das heißt, natürlich kann es sowas sein, dass die Behörde lange braucht. Ich will auch nicht sagen, dass ich das gutheiße. Wir müssen uns dann nur jeden Einzelfall angucken, woran es liegt, um zu sehen, ist das eine fehlende Rückmeldung oder ist das eine Untätigkeit? Das muss man dann nochmal unterscheiden. Aber wenn wir es durch eine gute Beziehung und eine gute Förderleistung möglich machen, im Kontakt mit Eltern zu bleiben, dann sollte man das Gespräch nicht aussparen. Mhm. Ich in meiner 13-jährigen Berufspraxis als Familienhelferin habe die Transparenz meines Handelns, die Offenheit meiner Entscheidung und den immer wieder notwendigen Begegnung oder die notwendige Begegnung im Kontakt zu bleiben mit den Eltern als unglaublich wichtig erlebt, um diese Defizite, die es auch geben kann, nicht wettzumachen, aber dran zu bleiben und zu sagen, egal was ich jetzt, also nicht egal, was ich habe erlebt, da läuft etwas schief. Mhm. Und ich mache mir Sorgen. Ihnen fällt schwer, die Hilfe von mir anzunehmen. Und trotzdem möchte ich mit Ihnen weiter ins Gespräch kommen, welche Hilfe für Sie möglich sind. Ich bin da. Mhm. Und ich habe es häufig erlebt, dass Eltern diese Situation sehr wertschätzen. Mhm. Was haben nämlich diese Eltern erlebt? Sie waren meistens als Kind betroffen und es gab keine Helfer, die dran geblieben sind. Ja. Heute sagt man noch, 7 Erzieher oder Lehrer müssen ein Kind oder ein Kind muss 7 Erzieher ansprechen oder 7 Erwachsene oder 7 Lehrer, bis sie gehört werden. Und wenn aber der Helfer oder die Erzieherin sagt, ich bleibe in Kontakt mit Ihnen, weil ich weiß, Ihnen fällt schwer, es ist auch nicht einfach, aber im Sinne eines guten Aufwachsens und ich weiß, das wollen Sie auch, bleibe ich dran und ich gehe nicht weg. Wichtig ist, dass es trotz alledem dieser Situation eine wertschätzende Ansprache ist und immer auf Hilfe und Unterstützung orientiert ist. Aber es muss auch eine klare Ansprache geben, wann die Grenzen erfüllt sind und, oder erreicht sind. Und wenn die Eltern oder wenn der Erzieher merkt, die Eltern kommen mit dem Jugendamt nicht weiter oder das Jugendamt kommt mit den Eltern nicht weiter, dann gibt es immer noch in diesen gravierenden Fällen auch das Familiengericht, was man ansprechen kann. Das ist dann wirklich eine sehr hohe Eingriffsschwelle. Aber wenn Sie das Gefühl haben, das Kind verbleibt in dieser Gefährdungssituation, ja, es gibt keine Änderung und es wirkt auf die Entwicklung,
und ich habe jetzt keinen anderen Ausweg, dann gibt es auch diese Möglichkeit, sich dahin zu wenden und dann durch das Familiengericht. Aber wie gesagt, das sind schon letzte Schritte. Einzelfälle, aber die gibt es eben auch. Und die hat auch einen Erzieher oder eine Einrichtungsleiterin oder der Träger, bitte ich auch immer im Vorfeld, das genau zu prüfen, das sich genau anzuschauen und zu überlegen, welchen Schritt tun wir als nächstes, um dem Kind zu helfen. Also wenn ich Sie das so sagen höre, ich bin sehr dankbar, dass Sie das so deutlich und so einfühlsam nochmal formulieren, dann hat das für mich auch sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, weil diese innere Stärke, von der Sie sprechen, diesen Mut, diesen Standing, den respektvollen, gewaltfreien Austausch, das lerne ich nicht, und so weit wage ich mich jetzt mal heraus, das lerne ich nicht in einer Erzieherausbildung. Das hört sich an, als bräuchte es einfach auch noch mehr Qualifikation, noch mehr Fortbildungen und Weiterbildungen, um die Menschen stark zu machen, damit sie in einem so heiklen Prozess auch weiterhin stark bleiben. Ich gebe Ihnen voll recht und bin ich auch bei Ihnen. Ich glaube, das ist diese Konfliktfähigkeit, die wir herausbilden müssen. Es ist ja ein Konflikt. Auch Eltern stehen in einem gemeinsamen Konflikt mit der Einrichtung. Auch die Einrichtungs- oder die Erzieherin steht im Konflikt. Kann ich jetzt riskieren, dass das Kind nicht mehr in die Kita kommt? Kann ich den Kontakt riskieren, also mit den Eltern? Es ist ja gewaltbelastete Situationen sind konfliktbehaftete Situationen. Und die sind ja auch nicht einfach. Es ist die hohe Kunst, im Konflikt den Kontakt zu behalten. Ja. Und wie mache ich das? Und das ist etwas, wo ich glaube, in Fortbildung, Weiterbildung mit Erzieherinnen, durch Supervision, wie auch immer, es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, es gibt auch das Teamgespräch, ist genau diese Angst, die man auch hat. Und ich sage ja, ich bin ja nicht jemand gewesen im ersten Moment, der sich dieser Situation stellen konnte, ne? Sondern ich musste ja immer auch mich reflektieren, was hindert mich, das so konkret anzusprechen. Ja. Sind es Ängste aus der eigenen Vergangenheit? Sind es Ängste, die Institution mir gibt? Sind es vielleicht zu wenig Unterstützungsmöglichkeiten meines Teams? Was ist es? Und in dem Sortieren der Dinge, die mich hindern oder auch angstvoll, berechtigt auch angstvoll zu sein, denn Angst kann ja auch, das haben Sie vorhin mal in einem Moment angesprochen, ist auch wichtig, wenn wir zu viel vermuten. Also wenn wir auch Dinge interpretieren, die es nicht so sind, da ist es gut, dass wir auch ein Stück Scheu haben, diesen Konflikt sofort so zu benennen. Weil wir müssen genau abwägen, wir müssen genau prüfen, wir müssen genau ins Gespräch gehen und wir müssen auch eine gewisse Sicherheit entwickeln. Ja. Jetzt war mein, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt rausschneiden, jetzt war mein Telefon gerade dran. Alles gut, ist mir auch schon passiert. Lass mal drin, es gehört zum Leben dazu. Okay. Ja, also das nur nochmal, es ist aus meiner Erfahrung mit der Situation kann ich nur sagen, dass es eine unglaubliche professionelle Sicherheit macht, weil man Dinge auch tut, für die man verantwortlich sein will. Und jeder Erzieher, der in diesem sozialen Bereich ist, will diese Verantwortung. Ja. Und das ist gut so. Ja. Der hat nicht nur die Verantwortung, der hat auch das Engagement. Aber es gibt eben Dinge, die im Leben nicht einfach sind. Ja. Und so ist es halt. Ja. Und wenn ich sage, ich stelle mich der aber und ich habe ein gutes Unterstützungsmanagement, ob im privaten, im dienstlichen, auch wie und immer, dann kann ich sehr dran wachsen. Ja. Und ich kann meinen Beruf, diesen sozialen Beruf, auch sehr als sehr erfüllend erleben. Absolut. Jetzt lassen Sie uns, Frau Lassner-Tietze, so langsam zum Schluss kommen. Und in den letzten Minuten unseres Interviews wüsste ich gerne von Ihnen, ich würde Ihnen gerne mal eine Frage stellen. Und zwar, ich erlebe Sie jetzt als Mensch, der aus innerer Überzeugung heraus tut, was er tut. Und der da sehr leidenschaftlich und beherzt in der Sache ist. Gibt es denn ein Thema rund um das, was Sie da tun, rund um unser Gespräch, Kinder beschützen, für Kinder da sein, ein Thema, von dem Sie möchten, dass wir öfters und mehr darüber sprechen? Gibt es ein Thema, wo Sie sagen, lasst uns das Thema in die Öffentlichkeit bringen, das wird zu selten und zu wenig aufrichtig angesprochen? Dann würde ich mich freuen, wenn Sie mir das Thema mal nennen würden. Da fallen mir ganz, ganz viele Themen ein. Einerseits Kinderrechte in die Verfassung. Das ist ein wichtiges Thema, weil ich glaube, wenn die Kinderrechte in der
höchsten Gesetzgebung unseres Landes stehen, dann haben sie noch eine größere Bedeutung. Ja. Dann ist nämlich Recht des Kindes nicht nur in sozialen Einrichtungen gedacht, sondern auch in Wirtschaft, in Unternehmen, in anderen Lebensbereichen und bekommt eine Bedeutung und eine Verantwortungsgemeinschaft von vielen, die Kinder brauchen, um gut aufzuwachsen. Und das ist ein Thema, an dem würde ich mich sehr freuen, wenn man sich das mal anguckt. Da gibt es viele Bedenkenträger, viele Leute, die auch eine Distanz dazu haben, weil man glaubt, die Elternrechte werden dadurch beschnitten. Und ich glaube aber, dass wir es gut in der Diskussion nach vorn bringen können, um zu zeigen, es ist auch eine Unterstützung für Eltern. Ja. Und ich möchte Ihnen auch ein aktuelles Beispiel sagen. Gerne. Wenn wir uns anschauen, dass Kinder zurzeit aufgrund der Einschränkung der Pandemie nicht in die Kita gehen können, dann müssen wir ein Recht abwägen. Das Recht auf das höchstmögliche Maß an Gesundheit, ja, mit dem Recht auf Förderung. Und wenn wir diese zwei Rechte abwägen müssen, dann ist es gut zu wissen, wie viel Einschränkung ist möglich, um die Entwicklung nicht nachhaltig zu beeinträchtigen. Und diese Fragestellung würde dann aktuell auf das Tablett kommen, wenn wir die Kinderrechte in der Verfassung hätten. Dann würden sie nämlich auch im Regierungshandeln stets aufploppen. Das ist das eine. Das andere ist, mit großen Bedenken nehmen wir wahr, die Diskriminierung von Kindern, auch wenn Kinder nicht die weiße Hautfarbe haben, wenn es schwarze Kinder sind, wenn es arme Kinder sind, wenn es behinderte Kinder sind. Ich erlebe in der Inklusionsdebatte, dass die Kita unglaublich fortschrittlich ist in Fragen der Inklusion. Ja. Sie wissen um die Schwierigkeiten, ja, aber sie sind auch hoch engagiert. Und wenn ein Thema für Kitas aufploppt und auch wichtig ist, dann sind es meist die Kitas, die an erster Stelle für die Umsetzung dieser Verbesserung eintreten. Und sie sind auch die, die Diskriminierung erleben, ja, die Diskriminierung wahrnehmen. Und ich glaube, sie sind eine große Stimme, wenn es darum geht, Diskriminierung abzubauen. Das sind die beiden Themen, die ich anregen würde. Ja. Damit haben Sie mich ganz stark abgeholt und ich werde mir die Themen jetzt nach unserem Interview aufschreiben und werde mal schauen, wie ich dazu auch nochmal Artikel schreibe und aufmerksam mache, weil ich da ganz, ganz bei Ihnen bin. Gerade bei dem letzten Thema, wenn es um Diskriminierung und Ausgrenzung, Demütigung, das sind so Dinge, da bin ich sehr sensibel und da bin ich ganz, ganz bei Ihnen, auch beim Thema Inklusion. An der Stelle herzlichen Dank für Ihre Zeit, herzlichen Dank für Ihre Gedanken dazu und für die Sensibilität, die Sie in diesen 30 Minuten mir und den Heldinnen und Helden da draußen gegeben haben. Danke dafür. Ich bedanke mich auch bei Ihnen und bedanke mich auch bei den Erzieherinnen, die tagtäglich die Kinderrechte, die kindlichen Bedürfnisse und das gute Aufwachsen von unseren Kindern gewährleisten und hoffentlich auch weiterhin alle Rahmenbedingungen zur Verfügung haben, um einen guten Job im Sinne unserer Kinder zu machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank dafür. Alles Gute und bis dann. Ciao. Ciao.